Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Episode 1 Racer. Direkt mit der nächsten Map. Genau. Und los geht's, würde ich mal sagen. Ich habe schon mal ein bisschen reingeguckt in die Strecke hier und muss wirklich sagen, gefällt mir richtig gut. Das ist eine Schneemap auf jeden Fall. Und anders wie als mit den anderen beiden, oh, Brücke, ist diese, könnte man schon sagen, mal so eine richtige Map, ja. Die erste Map war ja eher mal so eine Trainings-Map. Die andere, die kannst du dir nicht als Map durchgehen lassen. Die war ja mal mega kurz. Auch wenn ich jetzt hier auch keine großen Konkurrenz haben sollte. Finde ich, ja, jetzt haben wir ein bisschen Eis. Rutschgefahr, oh Junge. Oh Junge, Pluto. Ja. Ist aber doch schon wesentlich länger als die, die wir davor hatten. Auf Mount Gaza. Ich meine, ich kenne ja viele Planeten, sag ich mal, ne, im Star Wars Universum. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, vom Namen her sagen die beide mir nichts, ne? Tatooine ist ja klar, aber es gibt eigentlich nur so viel zu entdecken, wenn ich jetzt so Planetennamen höre, die mit denen ich irgendwie noch nie was zu tun hatte, beziehungsweise mit denen ich einfach nichts verbinde, zeigt mir das nur wieder, was es eigentlich, wie groß das Star Wars-Universum ist, wie viel es eigentlich noch so zu entdecken gibt, ne? Auch wenn, sag ich mal, viele Planeten auch nur so, ich meine, sie existieren, sie sind da, sag ich mal, aber nicht viel zu sagen haben, ja? Da irgendwie nicht großartig was vonstatten passiert ist. Ne? Keine Ahnung. Manche Planeten sind auch eher mehr klein als groß. Ja, krass eigentlich, ne? Wenn man überlegt, was es eigentlich so alles an Planeten noch gibt. Unglaublich. Ja. Ich bin ja davon ausgegangen, wie gesagt, dass Star Wars Episode 1 Racer einfach nur so ein kleiner Mario Kart Klon ist, aber das stimmt ja noch nicht mehr. Es ist halt, Pod Racer Rennen ist halt einfach cool und ist halt Star Wars, ja? Das kann keiner mithalten. Nicht so über Mario Kart, es gibt ja keine Items, aber es ist halt einfach cool, sag ich mal, so einen Podracer zu fahren. Weil die Dinge halt einfach extrem, ja, kreativ und einzigartig sind. Und ich bin davon ausgegangen, um noch zurück zum Thema zu kommen, dass es nur 7 Kurse gibt. Aber das stimmt ja gar nicht. Sondern es gibt ja 21, ne? Wenn man runter scrollt. Das hat mich da schon echt verblüfft gehabt beim letzten Mal. Das ist der Wahnsinn. Ich finde das auch extrem. Also in den Videos. Ach scheiße. In den Videos sah das alles immer so schwer aus. Jetzt überholen sie mich. Jetzt kommen sie langsam ran hier. Ich glaube, die orange-gelbene Punkte, das sind die Gegner. Letzte Runde, erstmal Abkürzung nehmen. Ja, so langsam liegen sie mir wieder auf den Fersen. Wenn ich jetzt den blöden Fehler gemacht habe. Also es wird auf jeden Fall kein gutes Ergebnis werden. Vielleicht könnte ich auch mal meine eigenen Highscore schlagen oder so. Also ich war schon überlegen, gut, wenn wir jetzt so mit den ganzen einzelnen Kursen durch sind, kann man ja trotz alledem, es gibt ja, das ist ja der Tournament-Modus, wie ich das jetzt mitbekommen habe, gibt es auch noch andere. Es gibt noch so ein, also mal ein freies Spiel auf jeden Fall. Man könnte ja einfach mal so ein Rennen fahren. Einfach so. Hätte ich ja Bock drauf. Also ich finde das Spiel generell sehr klasse und finde es cool, dass es durch Good Old Games, also GOG.com,
wieder zurück ins Leben gerufen worden ist, weil das Spiel, das gab es ja nur für PS1, glaube ich, und für Nintendo 64 oder nur für Nintendo 64. Auf jeden Fall gab es das nicht für den PC und die haben das jetzt nochmal neu, ja, für den PC programmiert. Also so lange gibt es das tatsächlich noch gar nicht für den PC. Ist so gesehen neu. Obwohl es eigentlich, ich glaube, schon 18 Jahre alt ist oder so. Müsste in den 2000er Jahren rausgekommen sein. Genau. Aber die Strecke, wie gesagt, gefällt mir. Ist einer der besseren. Bis jetzt meiner Meinung nach die beste. Und das wäre auch mal so eine Strecke, wo ich sage, okay, die könnte ich, die würde ich jetzt bewerten. Und der Strecke, der würde ich auch ganz ehrlich, so wie sie ist, ich bewerte ja immer ganz gerne auch Battlefront-Strecken, mit jeweils 5 verfügbaren Punkten, und würde der auch ganz klar 5 von 5 Punkten geben, weil ich sie einfach gut finde. Es ist von der Länge her echt geil, hat verschiedene Passagen mit dem Eis und so und mit der Brücke. Ist schon sehr abwechslungsreich, aber auch hier sind wir Erster geworden, was nice ist. Super. Jo, Leute, dann würde ich sagen, das hätten wir geschafft. Okay. Ich habe übrigens den Duo Bolt gespielt. Genau. Und Aquilaris kenne ich. Wollte ich auch mal bei Battlefront 2 vorstellen. Sagt mir vom Namen her was. Wie gesagt, durch die Battlefront 2 mit Mods würde ich auch gerne mal vorstellen. Aquilaris ist tatsächlich das nächste Rennen, was wir antreten. Und da bin ich immer sehr drauf gespannt. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder im Tournament Mode hier auf Star Wars Episode 1 Racer. Bis dann, macht's gut.